Und willkommen zum brandneuen Part Let's Play Pokémon Ultramon. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf auf eine brandneue Folge. Ich freue mich auch sehr drauf. Und ja, jetzt geht's los mit der neuen Folge Pokémon Ultramon. Genau, wir machen schön weiter heute. Genau, so erkunden wir uns erstmal hier, was es so gibt für Sachen. Genau, hier finden wir einen Gegengift. Das freut mich sehr. Genau, juhu, sorry, upsala. So. Hier ist noch was, genau, hier ist ein Paraheiler, sehr gut, ich weiß. So, perfekto. Hallo. Macht sie bereit für G-Folge, die absolute Lieblingsattacke von meinem Slimer. Damit vergiften wir alles und jeden. Oh mein Gott, es kommt der erste Kampf, okay, sehr gut. Vom heutigen Part. Da freue ich mich schon sehr, Leute, dass heute ein neuer Part gleich mit einem Kampf startet. Das freut mich sehr, genau, go. Mit Slimer, genau. Habe ich aber sehr super gut, ich weiß. So, so la la, so la la, so la la. Klammer machen wir genau bei Video. War nicht vielleicht genau bei Video. Bei Video, genau. Oh, so eine geile Mucke, ey. Die ist gut, die Musik, die ist echt gut. Ein Stück habe ich nie irgendwo. Ich guck mal irgendwo mal Stück, okay. Da haben wir ihn ja. Sehr gut. Bis gleich. Da musste ich gerade mal nicht ausmachen. Also nicht wundern, warum ich gerade mal aufgetan bin. Was soll's? Okay. Ja, der hat mich vergiftet, der doof Mann. Deswegen würde ich das gerne wechseln. Sicherer, ja, sicherer, genau. Let's go. Sicher, genau, Leute. Ja, klar, na gut, okay, dann nicht. Ja, Aquaknarre kann uns helfen, genau bei Video. Nimm das! Okay, nicht schlecht, das war echt gut. Hat gut viel Schaden gemacht, ich weiß, danke schön. Bisschen größer das Bildschirm mit machen, genau, so ist gut. Und Aquaknarre, genau, let's go. Bam. Jo, war gut. War echt ganz gut. Ach nö, ich habe erst den Slime im hohen Gras der Schule abgefangen. Und jetzt verliere ich auch noch. Ja, du hast verloren. Richtig, so ist. Das tut mir leid. Jo. Pulver und Puder attacken wie Giftpulver und Schlafpuder haben auf Pokémon vom Typ Pflanze keine Wirkung. Ja, ich weiß. Mit Giftpuder kann man sie aber echt richtig verarschen und vergiften. Okay, Leute, ja, das freut mich, dass der das gesagt hat. Okay, ich würde mir das gerne ein neues Tier fangen hier. Und das wird ein ganz geiles Pokémon sein. Das gibt's, wie ich weiß, auch hier in Pokémon Ultramond. Ja. Das würde ich mir so gerne fangen. Ich hab's. Also als ich privat gespielt habe, habe ich es tatsächlich noch nie richtig in Team genommen. Ich habe halt schon ein paar Mal in Team genommen, aber ich möchte es gerne groß ziehen und ich würde es sehr gerne. Bis solange es in meinem Team bleibt und solange es nicht gibt, werde ich mein Team lassen. Aber es ist nicht das Pokémon, es ist ein anderes Pokémon. You know. Ich würde nämlich ganz gerne jetzt finden mal eben, aber ich brauche noch ein bisschen, also nicht wundern. So. Genau, nicht wundern, Leute, das war ich ein bisschen brauch, aber gut. Ist ja gleich, ja, was ich im Pokémon gleich fange. Ja, ist okay. Dankeschön, Mauzi, aber hör auf mit diesem Mist. Könnt mich jemand bitte fliegen lassen? Oh Mann, du bist auch echt doof, ey. Ich wollte die ganze Zeit fangen und ich wollte ganze Zeit mich hier flüchten, dann lässt mich nicht flüchten, ne? Dann lässt mich nicht flüchten, ey. Boah. Ich will flüchten jetzt und ich will einfach doch für mich hier mal so brechen, Mann, du Arschlampe, ey. Boah, ey, hör auf jetzt. Ich will einfach jetzt einfach mal hier Flucht, danke. Ich will einfach Flucht ja, durchsetzen. Ich möchte mich gegen Flucht durchsetzen. Okay, was soll's.
Jetzt haben wir es endlich geschafft. Aber jetzt nochmal nicht als Tier, als ich will, ey. Mann Gott. Willst du mich verarschen oder was? Hör mal auf, bitte. Dankeschön. Willst du mich verarschen gerade oder was, Mann, ey? Hör auf jetzt. Lass dich in Ruhe jetzt, danke. Dankeschön. So. Ja, wo ist das denn, ey? Oder gibt's das nicht nachts? Kann ich mir nicht vorstellen, ob es nicht nachts, dass es nicht nachts das Kirch gibt. Und wenn ich jetzt leider noch sterbe, ey. Sterbe auch noch gleich, ne? Ach scheiße, weil Mabula ist wie gesagt schon down, ne? Ja, das Log ist schon mit Mabula zu Ende. Aber ich bin einfach jetzt fangen, Mann. Ist das so schlimm oder was? Nicht Magneto. Oh mein Gott, ey. Ja. Ich muss aufgeben und dann muss ich weiß nicht was. Ich muss abends mittags wann soll ich kommen? Ach egal. So. Ich will mich jemand bitte flüchten, du doof Mann. Ja, danke. Flüchte einfach jetzt. Danke. So. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr, mich zu unterstützen, aber gut. Ach komm, oh natürlich. Ja doch, das. Ja genau, das Tier will ich haben, genau. Ich wollte gerade aufgeben schon, ich wollte echt gerade aufgeben, Leute, das Tier kommentieren, dass mein neues Nuzlocke-Teammitglied. Es ist Nororo, oder Zororo. Ist echt eine geile Sache und ist einfach nur ein krass geiles Team, also ja. Es wird echt ein geiles Pokémon sein und ich hoffe auch, ihr seid einverstanden damit, dass ich das Team nehme oder auch, dass ich es so lange im Team nehme, wie ich jetzt kann. Wegen Nuzlocke. Aber gut. Ich will super gerne ein Team nehmen, weil es auch echt süß ist. Scheiße, ey. Aber ich will ganz gerne mich immer heilen, sonst bin ich am Arsch. Heilen ist wichtiger, genau, als Tier. Ihn zu fangen. Genau. So, nicht schlecht. Ja, Aqua. Ja, ich kann ihn ein bisschen schwächen, vielleicht mit Säulestimme, aber. Guck mal, ob es doof ist oder gut war. Ich guck mal. Ja, war doof, weil ich ihn dann besiegt habe. Och Mann! Ich wollte ihn doch nur ein bisschen schwächen, Mann. Ich wollte ihn einfach nur ein bisschen schwächen, hat aber nicht geklappt. Boah, wolltest du mich gerade irgendwie verarschen oder was? Boah, halt einfach das Schnauze, du Kratze. Kratze. Mauzi, lass mich in Ruhe. Mauzi, lass mich in Ruhe, Mauzi. Boah, lass mich in Ruhe jetzt. Lass mich doch mal in Ruhe, du Schlampe, Mann. Boah, das ist so lässig. So lässig das Ding, ne? Lass mich flüchten jetzt, lass mich flüchten jetzt, danke. Boah. So ein scheiß Arsch, ne? So ein Arschloch. Das ist echt so ein doof Mann, ne? Also ist echt sehr schrecklich, ey, was der macht da. Was macht er denn die ganze Zeit? Der lässt mich noch nicht mal flüchten, der Trottel, ey. Das ist doch echt doof, ey. Das ist echt doof, ey. Ich will dieses Viech haben jetzt, Mann. Ich will jetzt dieses Viech haben und ich will nicht so viel verschwenden, Mann. Ich will dieses Viech haben und nicht verschwenden jetzt hier alles, danke. Komm, jetzt gib mir das Viech. So rar und gut ist, dann haben wir es gefangen. Ja, gut, danke schön. Das ist jetzt endlich mal endlich hier bei mir. So war gut. Hab ich Glück gehabt. Okay, danke schön. Und jetzt aufpassen, dass wir nichts falsch machen. Einfach jetzt hier den Ball werfen und dann auch alles gut. Aber wenn er nicht gefangen wird, dann hab ich Problem. Mhm, genau.
Dann habe ich ein Problem, genau. Dann habe ich ein Problem, weil er nicht kommt. Oh Mann. Ja, wie viel muss ich denn schwächen, den Trottel? Wie viel? Was soll ich machen dagegen? Der ist, wie gesagt, Typ Unlicht, aber der hat gute Schwächen und auch gute Taktiken, dass er dich nicht fällen lässt. Aber ich will aber auch ihn jetzt mal haben. Danke schön. Aber es wird irgendwie nicht. Es wird irgendwie gar nicht irgendwie wahrgenommen, dass ich es möchte. Willst du mich verarschen? Ich will einfach jetzt dich haben, Mann. Tierrafie. Das haben, Mann. Boah, Mann, Gott. Gut, dann halt einfach jetzt mit den Schwächen, aber wenn er da steht, dann bin ich auch nicht schuld. Aber ich habe halt ein bisschen Angst, wenn er jetzt irgendwie stirbt wieder, weil ich habe echt mein Robbar schon mit Level 9 jetzt schon ein bisschen hier ja, gezogen. Schon knapp gewesen, aber ich habe es noch geschafft. Ich habe ihn auch zum Leben erbracht. Okay. Dann sitzen Ball, genau, Leute. Dann fangen wir jetzt ihn mit einem Ball und es hoffentlich mal drin bleiben. Ja, danke. Ich bin glücklich, danke schön. Endlich erst einmal einen drinnen Ball jetzt. Oh mein Gott, er hat das lange gedauert, ey. Aber gut. So. Sehr gut, ich bin gespannt, wie ich jetzt ihn hier großziehen würde, genau. Knack. Zweites Teammitglied. Bis er stirbt. So. Wie nennen wir ihn denn? Ich will ganz gerne ihn mal so nennen. So ein bisschen. So, warte mal. Ich will ganz gerne mal so ein bisschen cool nennen. So. Jutti kann ich ihn nennen. Doch, Jutti ist gut. Jutti ist gut. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich ihn Jutti nenne. Genau. Kann ich mir echt gut vorstellen, dass ich ihn Jutti nenne. So. Kann mir echt ganz gut vorstellen, genau, Leute, okay. Und jetzt, ja, bringen wir eben Marvola im Pokémon Center und danach gehen wir auch hier schleunigst rein in diesen, ja, Schulgebäude. Da müssen wir auch rein, weil wir da eine Aufgabe haben. Weil wir auch eine Aufgabe haben da, genau, so. Das hat ein bisschen gedauert, aber tut mir leid, Leute. Aber wir haben es auch endlich geschafft. Marble ist wie mein Team, aber gut. Dafür braucht man auch noch mein anderer. So. Mein anderer da. So. Jetzt haben wir erstmal unsere zwei Teammitglieder. Sehr gut, genau. Du, du. Super, 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 dass ich weiß. Okay, okay. So, jo, genau. Und jetzt gehen wir auch da rein, genau. Ich bin auch sehr gespannt, was mir da erwarten wird. Und ich freue mich auch sehr drauf, Leute, was jetzt hier so kommt. Ich glaube, auch Kämpfe kommen auch jetzt gleich mal hier. Ja. Das wird ganz schön, glaube ich. So, hallo. Der hat mich noch nicht reingelassen, oh, schade. Ist hier ein Weber vielleicht? Ja, richtig. Ja, was ist mit los? Schau mal, ein Saftkorn-Trainer in der Nebenlehre. Oh, okay, der Saftkorn hat wohl eine mächtige, ja, Beere oder mächtiger Item. Ja, versteckt. Er hat halt eine versteckte Beere versteckt. Okay, danke. Er hat die eine gemeine, verdammt normale Beere. Irgendwo sich reingesteckt. Ach, egal. Aquaknarre, let's go, genau, ich freue mich drauf, so. Und? Fast down, okay. Aber er hat eine Silberbeere, wie gesagt. Nein! Nee! Jetzt nicht! Nein! Ja, Spieler, jetzt noch nicht, okay, Spieler, ja, später habe ich gesagt, so. Jetzt hier Aquaknarre, genau, so.
Okay, haben wir geschafft. Okay, nicht schlecht. Ohne Ansatzpunkt. Okay, gut, weil ich jetzt mit den ganzen Leuten da draußen, die bei mir hier sind, gesprochen habe beim Kämpfen. Dann ist es ein bisschen spannender auch geworden. So. Und es war nicht so lame, wenn ich da hier rumgelaufen wäre und hätte da gesprochen. Hey, hier gebe ich dir auch ein paar Silbern. Oh, sehr nett. Wenn du sie ein Pokémon zum Tragen gibst, freut es sich bestimmt. Ja, stimmt. Dankeschön. Dankeschön und ja. Es war echt ein ganz guter Kampf. Habe gefallen. So, bist du vielleicht auch ein Kämpfer hier vielleicht? Nee. Du bist, glaube ich, kein Kämpfer, oder? Nee. Du bist nur so aus Dekoration da. Okay, danke. Sieht auch ganz schön an dich hier. Ja, ist ganz schön. So. Können wir durchhören nicht? Ja, was jetzt? Ich kann immer noch nicht hier durchkommen, weil irgendwie einer fehlt. Okay. Ach, genau, noch die, genau, die sind auch noch im Kampf, oder? Kampf. Kann sein, doch. Komm, wir spielen Wasser, Pflanze, Feuer. Richtig, Wasser ist natürlich der richtige. So. Du fährst eigentlich dahin noch nicht. So, wir dürfen nochmal nicht hin. Warum? Hä? Ich weiß nicht, warum ich noch immer nicht hin darf. Oh Mann. Du bist auch kein Kämpfer, oder? Doch bist du, oder? Ah, okay, sorry. Nee, ist alles gut. Wir mussten einfach alle draußen besiegen und dann, okay, und dann besiegen wir ihn. Okay, gut, sorry. Was soll's? Ich sehe, du hast die anderen alle weggefegt. Doch hier ist deine Siegesserie. Na schon, Angst vor der Fähigkeit von meinen Rettern? Nee, habe ich nicht. Ich hatte selbst einen Rettern beim ersten Mal durchzocken bei Pokémon Ultramond. Also ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, genau. So, let's go. Ab geht's, genau. So. Droa, jo, genau. Ist okay. Und Aquaknarre machen wir, genau. Ja, genau. So. Ja, ist okay. Alles gut, so. Was? So. Und ein bisschen Wasser, sorry. So, alles gut, das war ein Fehler von mir, was soll's. So. Ja, ich war ein bisschen verrückt gerade, egal. Wer sich auch immer Grimmi ansetzt, auseinandergesetzt hat, der hat, da geht immer etwas voraus. Leider hat mir das diesmal auch nicht geholfen. Aber was soll's? Hier, ich bin stark genug, um die ja auch was anzuerkennen. Wenn jemand etwas anderes besser kann als ich. Ich bin also nicht so stark. Also ich gebe dir jetzt diese DM hier. Das ist super nett. Wir kriegen also unsere erste DM. Wow, wie geil ist das denn? Dankeschön. Erklärung Nummer 1. Mit einer DM kannst du einem Pokémon auf der Stelle eine Attacke beibringen. Vorausgesetzt, das Pokémon kann diese Attacke erlernen, wenn nicht Pech gehabt. Erklärung Nummer 2. TMs kannst du oft einsetzen, wie du willst. Sie werden nie aufgebraucht. Voll praktisch. So ist es.
Oh, die Schuhglocke. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Maritier soll bitte in den ersten Stock kommen. Ich wiederhole. Maritier soll bitte in den ersten Stock kommen, ja. Du hast doch hoffentlich nichts angestellt, weswegen du jetzt hierher kommen würdest. Oder könntest. Ich doch nicht, alter Mann. Ja, kann nicht sein. Ja, kann nicht sein. Ja, Lilly, mach dir keine Sorgen. Alles gut. Ich hab keinen Ärger bekommen. Ich habe hier kein Ärger bekommen. Das ist nicht so schlimm. So, hallo. Maritil. Mario. T. Ja, hallo. Du hast alle meine Schüler besiegt. Richtig. Ich habe alle deine Schüler besiegt. Sehr beeindruckend. Jetzt möchte ich auch gegen dich antreten. Was sagst du dafür? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, sehr gut. Professor Google hat mir übrigens schon viel von dir erzählt. Du glaubst, wenn ich mir einen trüben Vorteil gegen dich anerkenne, ja, trüben Vorteil gegen dich erkenne. Genau, so ist es. Du hast ein Pokémon, okay. Hat er nicht ein Pokémon Sonne, Mond 2 gehabt? Ja, kann sein. Ist einfacher gemacht, okay. Schade, ist einfacher gemacht worden. Das ist echt eine Kritikpunkte. Echt eine Kritikpunkte-Karte. Na gut, egal. Oh mein Gott, wir sind ganz gut an. Wir sind so schlecht, wie ich dachte, aber gut. So. Aquaknarre, let's go. Knack. So. Und Scheiße, wir sind gestorben. Nein! Alter, ja, was soll ich denn tun sonst, ey? Ja, das zählt aber nicht, weil das echt Betrug war. Das zählt auf keinen Fall, das war einfach so Betrug. Ich. Ist halt nass lock, aber ist mir auch egal eigentlich. Okay, wird nicht schlecht, wird nicht so schlecht, alles gut. Verfolgung kann auch ganz gut schaden, genau. Oh, Blastback. Oh mein Gott, nicht fehlen. Ja, klar. Was soll er gegen tun, bitte schön? Das ist gemein. Das ist gemein, der Kampf ist gemein. Ich will im Overgame, bitte nicht. Und ich habe, wie gesagt, auch noch Nassglocke, ne, am Hut. Ja, ich habe auch noch eine Nassglocke am Hut. Fehlen ist doof. Fehlen wäre super nice. Für uns nicht, aber für Bowser wäre es ganz gut, wenn sie jetzt gewinnen würde. Dann würde sie mich nicht anerkennen. Und sie will mich auch nicht erkennen. Was war das bitte schön? Das war doch gar nichts. Das war doch gar nichts, ey. Das war einfach Trug. Nee, das ist für mich kein Nuzlocke. Was ist das für ein Scheiß, ey? Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Also, Nuzlocke, das ist kein Nuzlocke für mich. Nö. Das nehme ich auf keinen Fall, das war auf keinen Fall. Jetzt hier kein Fehler von mir. Wie gesagt, ich bin so doof. Siehst du? Ich verstehe nicht, warum so viele es hinbekommen. Und ich krieg's nicht hin. Beim dritten, vierten Part kriege ich schon wieder eine verdammt nochmal Game Over Scheiße, ne? Aber wie gesagt, ich zähle den mit, das ist echt Betrug. Das zähle ich nicht mit. Ist mir auch egal, wenn ihr was dazu sagt, ist mir ja an sich auch egal. Also, ja. Jetzt versuche ich es nochmal, aber das war echt ein bisschen lame. Zieh gar nichts mit, zieh gar nichts mit einfach. Was ich vorhin gemacht habe, das war ein bisschen doof. Das war aber auch gerechtfertigt, da habe ich echt einen Fehler gemacht. Okidoki. Ich guck nur. Ich guck aber nur dabei so ein bisschen drauf, wenn ich etwas falsch gemacht habe, aber da kann ich gar nicht für. Da kann ich gar nicht dafür, Leute, tut mir leid. Aber jetzt nehmen wir zu Jutti, genau. Und der ist auch in einem Raubball. Oder auch nicht, ach egal. Also wenn man den, als erstes dran tut, dann kann man ihn auch, wie Raubball anerkennen. Also dann kopiert das letzte Pokémon oder so, das weiß ich nicht was.
Aber der verfolgt dann Hopperl und dann macht er sich so wie Hopperl. Also der sieht dann auch so aus wie Hopperl. Also für eine gute Zeit sieht er auch dann aus wie Hopperl, genau. So ist es. Ganz kurz sieht er auch dann aus wie Hopperl. So ist echt gut. Platz weg, genau. Ballabam. Und ja, nicht schlecht, aber war okay. So. Bisschen mal hier aufhören zu ärgern, machen wir hier sehr blick, genau. Aber kein Kurz, das ist echt ein Betrug, ey. Gut. Das ist echt ein Betrug. So, alles gut, genau. Ja, bis jetzt auch alles okay. So. Okay, okay, alles gut. Oh mein Gott. Machen wir mal Verfolgung, genau. Mit dir. Ja klar, der rast aus, ne? Muss bei jedem scheiß Trank immer mir ausdenken, was ich immer mache. Muss bei jedem scheiß Trank immer ausdenken, was ich jetzt hier so veranstalte gleich. Ja, das ist echt gemein. Aber gut. Ja, aber auch so viel Schaden jetzt, finde ich. Überblick, komm. Ich mache ein bisschen weniger Schaden und dann, das wäre einfach so, wenn ich gestorben wäre. Okay. Oh mein Gott, ich wäre es echt auch nicht ausgerastet, wenn ich jetzt gestorben wäre, aber gut. Wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre auch nicht fair gewesen, aber okay. Gut, Tackle. Wie gesagt, Nuzlocke. Ja, Nuzlocke ist eigentlich immer fair, aber es muss auch fair sein gegenüber von den Trainern. Und wir haben ihn besiegt. Ein Volltreffer, ich bin los, ich bin nice, ich bin gut. Ich bin gut. Ja, geil Scheiß. Und wir hatten natürlich auch die Arschkarte und hat natürlich auch ein Problem. Weil wir hatten halt die schwache Sache. Und Guba war auch Jutti dabei hatten. Das war gut. Guba war Jutti dabei hatten. Der konnte nämlich auch regeln mit Verfolge und so weiter und so fort. Das war nämlich auch mein Leben. Pokémon, das war gut. Ja, genau. So. Und Jodi kriegt auch Level 10, ich weiß. So, dankeschön. Hallo. Vielleicht wäre es besser, wenn du für mich als Lehrerin anspringen würdest. Spaß beiseite. Das würde ich. Oh, sehr nett von dir. Super nett. Ich habe heute ein bisschen aufgeregt hier gesprochen, aber es ist auch ein bisschen unfair gewesen, fand ich jetzt auch tatsächlich. Sein Pokémon und ihre Attacken zu kennen, gehört zu den Grundlagen des Trainer-Daseins. Nicht wahr? Hallo, Hallöchen, ich bin Captain Elima. Ich habe deine Kämpfe angesehen. Du hast dabei so energiegeladen ausgesehen, dass ich dich unbedingt kennenlernen wollte. Genau so ist es. Verstehe, herzlich willkommen. Bitte zeig mir deine Prüfung, deine Geschick und Umgang mit Pokémon. Captains halten nämlich Prüfungen für Trainer ab, die den inselkundig bzw. die inselkundigen herausfordern wollten oder möchten. Meiner Meinung, so wie wir wollen. Genau. In Hyrule City gibt es auch innerhalb der schönen Stadt im hohen Gras auch da Pokémon, die du finden könntest, die dir auch gefallen würden. Ich freue mich schon sehr auf deine Herausforderung. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Ach ja, der Austausch vor der Suche dürfte keine Probleme mehr machen. Ich habe meine Besitzer Bescheid gesagt. Ich hätte auf Mele, was ja jeder sofort, während dieses Taurus gehört. Aldan, Mario-Tee, werden dich alle zusammen verabschieden. Achtung, Achtung, diese Durchsage ist echt wichtig. Mario-Tee hat den Unterricht für den Trainerschule fertig geschafft und fertig gemeistert. Genau, so ist es. Vertrag dich immer gut mit deinem Pokémon. Behalte auch Statusprobleme und wie man sie belebt im Hinterkopf. Viel Erfolg bei der Inselwanderschaft. Mach's gut und wenn du eine Beere findest, dann gib sie einen Pokémon zum Tragen. Mario-Tee. Ich hoffe, dass unsere Lektion dir auf deiner Inselwanderschaft weiterhelfen werden kann und auch, dass du eine wunderbare Zeit hast. Hab ich auf jeden Fall alles gut. Du hast Talent, um schön zu werden. Zeig's ihnen. Mach dir ja fleißig TMs zu nutzen. Sie machen deine Pokémon stärker. Hau rein, Mario-Tee. Hau rein, ich hau rein, alles gut. Ich bin ein bisschen
Heute war ich wohnen, aber auch alles okay. Du und dein Opa habt wirklich tot zusammengearbeitet. Nur, dass wir schon einmal hier sind, werde ich ja die in Hollow City rumführen. Bitte folge mir, ich folge dir, alles gut. So. Dankeschön. Ach, ey, Mario, hier drüben. Hier, ey, Mario. Hier, Mario T. Ja, aber heute noch nicht. Du hast in der Trainerschule zusammen mit dem Pokémon im Kampf schon ein gutes Bild abgegeben. Man kann richtig spüren, wie du dich mit ganzer Pokémon-Liebe weiterentwickelst. Ich glaube, genau deshalb hast du es auch geschafft, Wirken zu retten. Huch, hätte ich fast vergessen, dieses Taurus, genau. Das war das Baby, genau. Tau. Tau. Hey, Mario, hey. Ah, Taurus ist schon wegen Lili und Mario T ganz aufgeregt. Naja, müsst du auch mal streicheln, Mario T? Na? Mario T, so sieht's aus. So sieht's aus. Ja, aber heute noch nicht. Heute habe ich noch keinen Bock drauf, zu streicheln. Okay, Leute. Ich will mich eben ganz kurz noch eben was zu kaufen hier und dann ist auch gut für heute, genau. So. Dann kaufen wir uns eben noch ganz kurz was und dann sage ich auch jetzt bis zum nächsten Mal. Hat mir viel Spaß gemacht und dann sage ich auch tschüss, Leute.